Herzlich willkommen von Woma Adventure. Ja, nach einer kurzen dreitägigen Pause, auch wegen Regen, geht es hinauf zum Big Lening mit einer ja, ganz guten Geschwindigkeit durch viele Wasserpfützen. Da nehme ich euch mit. Und anschließend geht die Fahrt nach Osch. Ja, und auf diesem Weg beim Wassertanken wollte ich wo durchfahren, um eben Wasser zu tanken. Und da bin ich in eine Unterspülung reingekommen, nur auf einer Seite, und habe mich gleich mal im Schlamm festgefahren. Ja, dumm gelaufen, aber gut ausgegangen, aber ihr könnt es selber sehen. Okay, dann viel Spaß beim Schauen. Was ist das für ein Lärm jetzt? Hilfe, es hagelt draußen. Rot wie Erbsen. Und ein Gewitter umtobt uns. Wir sind selbst auf der Suche nach Wasser und haben jetzt eine Wasserstelle gefunden hier im Dorf. Und alle Menschen müssen sich hier mit Eimer ihr Wasser holen. So ist das hier in diesen ländlichen Gegenden. Zwei Tage, drei Nächte Pause gemacht. Jetzt geht's hoch zum Big Lening. Und jetzt kaufen wir mal ein hier in Sarimogul in diesem Shop. Frisches Brot gibt's, oder? Ja, da. Und Käse? Ja, super. Krass. Endlich Käse. So, der Einkauf war super billig. Gemüse und Haferflocken und Weintrauben für 1 Euro. Insgesamt Wahnsinn. 2,5 Kilo. Wie viel? 880. 8 Euro ungefähr. Das sind die Kleinen. Und hält die Brücke bei dem Gewicht 8 Tonnen. So, ab hier fängt die Piste an, also nach der Brücke zum Big Lening. 30 Kilometer, das dauert. Weil es geregnet hat, ist es jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Fast wie auf dem See. Ja. Das war eine Welle jetzt. Das war eine Welle. Oh! Geil! 40 cm etwa. Ui, da fahre ich nicht durch. Ich fahre geradeaus. So wie der gewumpelt hat. Ja, das ist schlammig rechts. Vielleicht ja. Da. Aber da ist ja immer tief und tief. Flussbettüberquerung, ne? Flussbettüberquerung. Als Fluss. Da kam richtig was runter. Scheiße. Die haben da die Katze gesehen. Das sieht schön aus. Ein rotes Bächlein. Vorne fährt noch ein VW T4 oder T5, keine Ahnung, oder T6. Eine Wasserauswaschung, ich bin jetzt aber gerade durch da. Jetzt kommt der Christoph. Genau so bin ich auch gefahren. Perfekt.
wollte ich gerade Rennes Offroad-Gesicht mal schnell filmen, aber jetzt hat er es gemerkt. Der hat nämlich ein Offroad-Gesicht. Was soll ich ausrichten an alle? Also an dich auch natürlich. Schön, ne? So, und macht es Spaß hier? Rumschaukeln und durchbrennen, ha? Ja. Ja, macht Spaß. Das ist so froh. Alles klar. So, heute gibt es Kalbsschnitzel. Eieiei. Waren sie die süß? Also bei mir gibt es keine Kalbsschnitzel. Ich bin nämlich vegan, Vegetarier. Schafe, alles gemischt in totaler Freiheit. Flussdurchquerung hier. Für ein Vario ist das eine Kleinigkeit. Da hat er schon mehr Mühe mit der Bodenfreiheit. Er muss ein bisschen oben durch, aber er kommt sicher auch durch. Also, man braucht nicht unbedingt den Offroader. Entweder man ist ein Offroader oder man ist keiner. Die wohnen natürlich da, für die ist das easy. Ja, wir sind unterwegs im Hochland auf 3200 Meter momentan. Nicht so rauen Weg. Hügel hoch, Hügel runter. Das ist Offroad. Da braucht man keinen Kurs. Den nehmen wir auch gleich mit. Ja. Nehmen wir die Abkürzung. Auf dass dieses Loch immer tiefer werde, oder? Ja. Er umfährt halt die Pfützen, ich fahre da immer mitten durch. Bis er durch ist. Weil ich hier durchbrettere. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt auf die Alm, oder? Ja. Das sieht aus, wie wenn wir über die Alpen fahren. Man beachte ausnahmsweise nicht die Piste, sondern diese großen Schneeberge, 7000 Meter hoch, ist Wahnsinn. Wir sind auf 3006 jetzt. Wow, ein See, rechts ein See.
geil. Jetzt mal gucken, wie tief das Ding ist. Könnt ihr selber sehen. 30, 40. 30 würde ich sagen. Ja, die Höhe. Aber so ist es mal zu nett. Wir kommen an hier am Basecamp und da stehen auch die anderen. Die letzten 1-2 Kilometer zog der Warrior nicht mehr gut. Plötzlich ging das Gas weg. Und dann habe ich gleich mal, als ich oben angekommen bin, den Dieselfilter ausgebaut. Der war ganz schwarz, habe ihn ersetzt, habe dann gemerkt, ich habe ganze 5 Stück dabei. Ich habe einfach immer wieder gekauft. Und jetzt habe ich noch 4, das reicht. Und unterdessen bin ich dann auch gefahren und das Problem ist bereits wieder behoben. Also der Dieselfilter war einfach zu, das kann passieren. Schlechter Diesel mit Dreck drin und dann geht er schnell zu. Genau, das noch zwischendurch. Hier ist 1974 wohl ein Unglück geschehen, denn hier sind 13 Grabtafeln. Alle 1974 verstorbene Damen vor dieser Kulisse. Das sind Unterkünfte für Bergwanderer. Heute mal Abendessen in der Jurte. Im Moment wissen wir noch nicht so genau, was wir bekommen, weil wir essen erstmal Trockenbrot. Aber sehr gut und schmackhaft, weil es frisch ist. Heute Morgen mit den Bikes auf dem Weg zum Pik Lenin. Wow, da ist mal ganz viel Wasser durch. Mit Transportpferden wird hier regelmäßig Versorgung zu Camp 1, 2 und 3 gebracht. Und natürlich sind auch die Wanderer unterwegs. Heute machen wir eine Wanderung auf 4000 und mehr Meter. Und wie ihr seht, sind wir nicht die Einzigen. Das ist ja wie Mount Everest. Hey. Der Pik Lenin ist über 7000 und einer der einfachsten 7000er, deswegen ist hier ziemlich viel los. Aber nicht alle gehen da hoch. Die bringen Jurtenmaterial nach oben. Das ist die Spitze einer Jurte. Da hinauf, wo die Packpferde gehen, wird auch unser Weg führen. Und ist schon schön in den Bergen, ha? Wow. So, geschafft. 4,150, das reicht von 3,6, glaube ich. Und für die Hunde null Problemos. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Sauerstoff. Amazing, also erstaunlich. Da ist ein Gletscher. Und ich glaube, der Peak ist da links. Erst die Hunde, Käse. Kiki will auch eins. Kiki. Dann ich. So, wir waren da unten, jetzt sind wir aber doch noch auf eine Spitze hoch, auf 4,220. Und da ist der Pik Lenin, also er ist rechts, nicht links. Und hier sieht man auch Gletscher und es hat eine wunderbare Aussicht.
Und da unten stehen wir ganz weit unten. Wunderbar. 4220 Meter. Neuer Rekord, hä? Nee. Für dich nicht, aber für mich schon. Sind wir jetzt oben hier. So, 2 Sekunden nicht geguckt, sondern waren die Hunde fast unten, weil sie irgendwas gerochen haben. Jetzt haben wir sie wieder geholt. René muss sie irgendwie rufen. In dieser grandiosen Landschaft sehen Menschen aus wie Ameisen. Und da lässt der Pik Lenin langsam sein Grat und Gipfel frei werden. Wenn es kein Wasser hat, dann tut es auch mal Schnee essen. Hier oben blüht wilder Schnittlauch und das sieht echt hübsch aus. Er schmeckt auch gut. Wir werden dann pflücken. Zum Morgen und auf der Rückfahrt noch ein bisschen Nomadenleben angucken. Die Kinder reiten auf den Esel. Wir fahren jetzt wieder runter Richtung Osch. Die Berge sind jetzt mal vorläufig vorbei, wieder mal in wärmere Gefilde. Und jetzt sind wir unterwegs, 30 Kilometer Piste, diesmal aber langsamer. Das sieht toll aus. Das ist Kirgisistan. Vom Pamir-Gebirgszug schaukeln wir jetzt also wieder zurück durch das hügelige Vorland. Vorbei an Pferdeherden und in der Ferne das Alaital und dahinter das Alaigebirge. Da werden wir demnächst in die Richtung ziehen. Alaital, die Kirgisen in ihren Juten. Не знаешь, да? Сколько тебе лет? А, германиялықтар екен. Осы кесті. А, сүйлеші кетатас. Мудан тоқты. Hello, hello. Für die ist es nichts Gewöhnliches. Pass liegt vor uns, 3650. Eine Versuchung hat zu glänzen. Ich muss.
Talligpass ist ganz schön zugig und hier haben Schafe Vorrang. Schweizerische Begegnung mit Fahrradfahrern haben wir auch hier oben. Straße kaputt, Stau in der Spitzkehre. Da wälzen sich die chinesischen LKWs nach unten, aber es ist echt mehr Offroad als sonst was. Ein Traumanblick, ey. Wow. Wir fahren hier durch eine Landschaft wie ein Gemälde. Wir sind total irgendwie geflasht. So, kurzes Morgengassi in der Schlucht. Hier gräbt sich das Wasser ganz tief in die Erde. Hallo Angie! Spannend hier, huh? So ein Weg. Ja, tolle Strecke ist das hier, huh? Ja, super! An diesem wunderschönen Übernachtungsplatz haben wir übernachtet. Temperatur wieder normal, der Vario läuft auch wieder normal. Wir sind glaube ich etwa auf 2500, aber jetzt geht's wieder. Jetzt fahren wir nach Bosch. Ja, wir sind jetzt wieder in etwas wärmerem Klima und das war ideal jetzt hier, um zu übernachten. Das hier. Ja, wir fahren jetzt da runter in diesem schönen Tal, Fluss entlang, wie heißt's? Alleital. Ah, man ist da aber nicht allein. Weit sind wir nicht gekommen, wir haben jetzt mal angehalten, denn der Herr hier braucht irgendwie Hilfe, vermutlich zum Anschleppen, weil der Anlasser keinen Mucks mehr macht. Tja, Abschleppseil ist dieses. Vierfach doppelt. Also ein gutes Abschleppseil ist doch Gold wert. Einmal ein bisschen geruckt beim Anschleppen und schon kaputt das Ding. Ja, jetzt hat es mich auch noch erwischt. Ich wollte Wasser tanken, bin dann kurz weg von der Straße zu einem Brunnen und da war leider ein Wasserloch, das ich nicht gesehen habe. Es ist einfach abgesackt hinten rechts und das war ziemlich tief, aber ich wusste, da sind Mankai in der Nähe und auch der Silvan und so habe ich die informiert und die sind dann auch gleich gekommen und haben mir geholfen. Ja, guckt selber. Ich habe mich da voll festgefahren, ein Sumpfloch, habe es nicht gesehen. Er ist gerade abgesackt, nur eine Seite, die andere ist gut. Jetzt bauen wir eine Rampe und ja, werde noch rausgezogen zusätzlich. Ja, wir haben hier gerade tatkräftige Hilfe. Der Silvan macht das ganz locker hier mit seiner tollen Schaufel. Die Mankais waren Gott sei Dank auch in der Nähe, die können uns hoffentlich rausziehen. Diese Seite ist fest zum Glück. Ich habe jetzt Luftfeder rechts voll hochgepumpt, links Luft raus. Also so ganz nebenbei finden wir hier beim Graben auch lauter Knochen. Wer weiß, ob wir hier in Massengrab gelandet sind. Um Gottes Willen, ey. Und der tote Gräber hatte immer sehr viel Bier. Ja, der hatte viel Bier. Bierflaschen gibt es auch. Oh weh. Also Vorbereitung hier. Vorbereitung immer noch. Wow, mit Schwung. Stretch-Style. Das ging jetzt doch wieder super.
Oh, das war ein richtiger Sumpf jetzt da. Sie sind. Ja. Hat sehr gut gepasst. Jetzt muss ich noch ein bisschen nach vorne. Ne? Unterirdische Wasserloch haben wir nicht gesehen, leider. Hier gebadet in einem Kanal, springen die alle rein und lassen sich runtertreiben. Das ist ein richtiger Wasserkanal mit Strömung. Das scheint echt Spaß zu machen. Da würde ich auch gerne reinhüpfen. Ich glaube, das sind vor allem die Jungs hier. Also während sich hinter uns die Kinder im Kanal waschen, kriegt der Camper auch wieder seine Autowäsche nach dieser Schlammschlacht. Und natürlich muss der René auch immer Hand mit anlegen. So, nach dieser Abenteuerfahrt auch mal Auto waschen. Ich habe natürlich mitgeholfen, Unterbodenwäsche vor allem. Sandra unterhält in dieser Zeit die Kinder. Wir sind nun in Osch angekommen. Hallo! Hallo! Good morning! In Osch angekommen gibt es Abendessen und hier speist man innen in diesem Stil und draußen in diesem Stil. Wir sind jetzt auf dem Markt in Osch und er ist riesengroß. Hier werden tolle Töpfe verkauft. Wir sind heute am Markt. Aus China natürlich. Wie, look up the stars, da? Ja, dann da, kreist du mal noch. Bellum, da, da. Hier ist der Eisenmarkt. Selbst die ältesten Platten werden noch. Ja, alles wird repariert. Hier ist die Arbeit. Die Kirgisen sind ja ein Reitervolk und hier sieht man mal diese Sättel, wie die aufgebaut sind. So ein Sattel kostet 4000 Som, das sind etwa 40 Euro. Und so sehen traditionelle Babybetten aus. Auf diesem Markt muss ich jetzt mal hier auf die Toilette und das ist echt ein Erlebnis. Das sieht nämlich hier so aus. Man muss vorher mit einem Becher spülen und nachher mit einem Becher spülen. In der Mitte ist eine Wassertonne und das sind hier die Toilettenkabinen. Schon speziell. Aber ich muss sagen, für die Verhältnisse irgendwie trotzdem echt sauber. Natürlich gibt es hier auch einen Fleischmarkt. Nichts für so ganz Empfindliche. Aber immerhin sind hier die Dinge noch teilweise gekühlt, aber nur teilweise. Bei den Damen hier gehe ich jetzt mal Aprikosen einkaufen. Hallo. Ah,
Also jetzt sind wir zurück vom Markt und haben hier eingekauft und all dieses Gemüse und Obst zusammen hat gekostet 5,66 Euro umgerechnet und die Sachen sind wirklich schmackhaft und ich finde es super günstig hier. Das freut uns. Wir sind jetzt in Uzgen und hier gibt es ein Minarett aus dem 12. Jahrhundert und nachdem wir jetzt 3 Übernachtungen in Osch etwas relaxed haben, sind wir wieder fit für die Weiterreise. Ja, und hier an dem Mausoleum dürfen wir mal die Baukunst bewundern, mit welcher Technik hier die hier Klinker verbaut haben, ist echt klasse. Also dieses Mausoleum wird gar nicht so angepriesen bei den Sightseeings, aber wenn man hier die Details anguckt, dieser Tonarbeiten ist krass. Also das ist Kunsthandwerk par excellence. Auch die typischen Schriftzüge in arabischer Sprache sind hier immer auch sogar in Ton gemeißelt. Wir haben 3 Nächte in Osh übernachtet, sind dann weitergefahren Richtung Jalalabad, haben hier am See übernachtet und jetzt geht es eben nach Jalalabad und dann den Pass hoch. Da unten ist Jalalabad. Wir sind jetzt in Jalalabad und zwar auf dem Markt und hier ist das Schuhmacherviertel. Hier sind ganz viele Händler und die machen die Schuhe noch, eine nach dem anderen, die reparieren Schuhe den ganzen Tag, ganz viele Geschäfte, sicher etwa 10 Stück. Ha, wie früher, das waren noch Zeiten. Der René braucht einen Schneider und hier lassen wir jetzt mal die Hosen kürzen und die Dame wird das erledigen. Marc gibt Hunger, da machen sie solche Gebäck. Diese Gebäckstücke kleben die da an den Ofen. Das nenne ich mal Brotkunst hier auf dem Markt. Wir essen gerade traditionelles Gebäck mit Kürbis drin und das schmeckt sehr lecker. Sehr fein, schmeckt sogar mir, was für Vegetarier. Hier gibt es sogar ein Schwalbennest. Der Handy-Doktor. Wahnsinn. Und hier sind die Drogendealer, die packen irgendwelche Sachen ab. Es stinkt extrem nach Urin von Tieren und die rauchen das oder nehmen es in den Mund. Nach Ammoniak stinkt es. Der René erkundigt sich jetzt genauer nach diesem betäubenden Zeug. Nastaf heißt es. Also der Markt ist wie ein Labyrinth. Es gibt so viele Durchgänge, dass man sich schnell mal verirren kann. Wir haben hier jemanden, der uns wohin führt, wo es Kinderkrippen geben soll. Wir haben ihn gefunden, den Bereich für die Handwerker und da geht mittendrin ein Gleis durch den Markt. Genau die Ecke haben wir gesucht. Da sind Handwerker, die machen noch altes Handwerk. Alte Eisenbahn. Ja, das ist die andere Seite. Das ist natürlich für uns schwer zu ertragen, Tiere so zu halten. Handwerker und Flohmarkt sozusagen, alles an einem Platz. Das geht über 500 Meter hoch und runter. Ja, das muss man mal gesehen haben. So, das war es wieder von mir. Ja, im nächsten Teil geht es dann, wir fahren hoch in die Berge. Ein großer Pass ist vor uns,
Aber dann kommt ein Wetterumbruch und Schlammlawinen und die Strecke ist erstmal gesperrt. Und beinahe wäre es sogar zu einem Unglück gekommen. Ja, das dann im nächsten Video. Ja, und dann halt frage ich mich immer wieder, weil YouTube mich nicht so empfiehlt, gehen meine Klicks auch nicht so hoch wie bei meinen Freunden, die ja immer wieder mal mit mir reisen. Keine Ahnung wieso und ja, egal. Aber ihr könnt mir ein bisschen helfen, teilt das Video, macht einen Daumen hoch oder hinterlässt auch einen Kommentar und wenn es nur ein Herzchen ist, egal. Das hilft, glaube ich, alles, um diesen Algorithmus des YouTubes vielleicht endlich mal dazu bringen, dass er mich mehr empfiehlt. Warum auch immer. Ja, und wie immer dürft ihr auch einen Kaffee oder eben Hundefutter spendieren. Und danke an allen, die bereits schon was gegeben haben. Ja, super. Also dann, herzlichen Dank, Daumen hoch und tschüss.